Genuine Caves oder so ähnlich. Auf jeden Fall sind wir gerade mit dem Auto durch die Caves durchgefahren. Das hätte ich echt nicht erwartet, das sah mega geil aus. Jetzt gucken wir mal, ob man hier irgendwas kostenlos machen kann, wovon wir nicht ausgehen. Sonst fahren wir einfach mal weiter diese schöne Straße entlang. Wenn man mehr sehen will, muss man leider mindestens $35 ausgeben, was ziemlich happig ist. Aber was machen wir da natürlich? Alle machen hier irgendein Touri-Programm und wir gehen jetzt hier duschen oder suchen nach Duschen. So, hier hinter mir ist jetzt einfach mal eine Dusche. Es gibt unglaublich viele Fliegen hier, aber ein bisschen stärken. Gut. Wir fahren jetzt weiter zu den Canangra Walls. Wir sind nicht mehr in dem Blue Mountains National Park, sondern in dem Canangra Boyd National Park. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Das habt ihr für Maske im Video? Nee. Nein, mach von mir Fotos. Boah, ich dachte schon. Ich auch. So, meine Lieben. Nee. Hallo, meine Lieben. Wir waren jetzt an den Canangra Walls und ich würde fast sagen, dass sich die halbe Stunde Fahrt und gleich halbe Stunde Rückfahrt für das Bier gelohnt hat. Und ganz nebenbei war es noch einer der schönsten Lookouts in den ganzen Blue Mountains, auch wenn wir nicht mehr in dem Blue Mountains National Park sind. Und jetzt fahren wir wieder zurück nach Orange, wo dann morgen Arbeit auf uns wartet. Machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp, weil wir so langsam mal ein bisschen Sprit auftanken müssen. Ja, das ist ganz normal. Das sieht hier mal wirklich an. Gut, dass wir diesen, oh je, schönen Tank dabei haben. Somebody
Wir sind auf dem Campingplatz angekommen. Allerdings wollten wir Nudeln kochen. Nudeln mit Pesto. Dummerweise ist unser Gaskocher leer. Das heißt, es gibt jetzt schön zum Abendessen Brot mit weißer Nutella. Aber immerhin haben wir Brot noch gekauft heute. Und es gibt natürlich Bier. Und was findest, wie findest du das? Geil.